Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fez! Und erstmal sterben. Sehr schön. Das letzte Mal haben wir eine neue Insel entdeckt. Oh, das wird, glaube ich, etwas knapp. Und zwar, wieder mal habe ich die Steuerung vergessen. Und da, hier. Gut. Und zwar diese hier. Mal sehen, was wir da noch alles finden werden. Wir haben die vierte Eule eingesammelt. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt als erstes erst einmal machen. Beziehungsweise, nein, wir werden hier diesen Zweig erst noch weitermachen, da hier noch eine Tür ist und da ist noch eine Scherbe. Ja, das würde ich erstmal aufräumen. Dann hatten wir das nämlich schon fertig. So, waren wir da schon drin? Weil das nicht angezeigt wird und so. Ja, doch, das bringt uns ja dann mehr oder weniger nur wieder nach oben. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Naja. Dann halt nicht, ne? So. Da müsste es gewesen sein. Genau. Ach, da oben sind die Scherben. Okay. War hier nicht noch eine Tür? Hier war auch noch eine Tür. Und die Tür ist da drüben. Alles klar. Dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein, oder? Da ist eine Tür, da muss ich erstmal hoch. Okay, dahingehend. Komme ich da nicht hoch? Ah, Traum. Okay, jetzt muss ich also dich so machen und dann kann ich da durch. Da war noch einer dazwischen, das habe ich ja gar nicht gesehen. Dann kann ich doch da. Das soll's da stehen. Ja, doch, geht. Ja, geht alles, wenn man will, ne? So, dann hätte ich das auch. Dich hätte ich auch und die Tür war da drüben. Super. Gefällt einem doch, wenn alles so klappt. Oh, und es wird schon wieder Nacht. Ich finde die Musik hier irgendwie ziemlich cool. Das ist nicht so ganz fröhlich, so urban. So, was gegen hier hab. Okay. Traum. Jetzt hat. Okay, und jetzt. Boah, das ist ja gemein. Wie habe ich das denn hinbekommen? Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Nein! Okay. Ich muss nur also wechseln. Alter! Was geht denn hier ab? Ah! Oh, gut. Nicht mehr lange auf diesen dummen Plattformen da sein. Die sind ja total gemein. Meine Herren. So, das war's. Richtig? Richtig. So, das heißt, wir müssen jetzt nochmal hier lang. Weil da auch noch eine Scheibe ist. Dafür müssen wir wieder nach unten. Das ist ja wohl mal machbar. Und ich dachte schon, dass ich sterbe. Irgendwie kann ich die Höhe nicht mehr einschätzen. Das ist irgendwie ganz seltsam, wann ich jetzt sterbe und wann nicht. So, jetzt muss ich, glaube ich, nach unten. Na, Glückwunsch. Hui, 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 hui. Das dauert ewig. Okay, so gehe ich da lieber mal nicht rüber. So, rein da. Dann müsste hier also noch irgendwo eine Scherbe sein. Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Ja. Puh. Wo denn? Sag mal. Nicht blind? Ach, da unten. Da blinkt's. Hat das. Oh. Weißt du nicht, such und such und da unten. Soll ich jetzt. Ich wollte schon sagen. Soll ich jetzt sterben, wenn ich sie holen möchte? Meine Güte, da kann ich ja noch ewig suchen. Okay, jetzt war es aber. Danke. Meine Güte. Total versteckelt, total gemein. Fies! So. Und bevor wir hier irgendetwas anderes machen. Na, toll. Müsst ihr hier sein. Keiner kann euch leiden. Niemand. Nicht mal eure eigene Mutter.
Wie komme ich denn da hoch? Ach, hier so. Oh Gott! Gemein. Und dann nochmal rumdrehen. Toll. So, jetzt muss ich aber da ganz hoch. Ach, hier, okay. Und zwar muss ich in diese Welt. Go! Wir holen uns nämlich erstmal die Eulen ab, bevor ich das irgendeine neue Tür aufmache. Einfach damit wir es haben. Damit wir es vor allem fertig haben. Und ich meine, die Eulen waren da unten. Ja. Genau. Oh, es wäre fast die schwarze Pest da reingefallen. Und die Musik ist wieder da. Die ist so cool. Na? Da sind sie! Geil, wir haben tatsächlich alle. Die sind so süß. Sehr, sehr cool. Tschüss. Das ist jetzt wirklich alles nur für ein... Okay, für eine Schade und das war's. Ach, da! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Lass mich wieder rein! Lass mich wieder ins Spiel! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Da oben ist ein Anti-Cube. Sehr, sehr, sehr cool. Also doch nicht alles nur für eine Scherbe. Aber somit hätten wir diesen Raum dann endlich fertig. Boah, sind die Eulen süß. Süß. Sagst du da was dazu? Eulen machen mir Angst. Mir nicht, die sind total niedlich. So. Jetzt haben wir hier aber genau so ziemlich alles fertig gemacht. Das heißt, wir können diese Welt dann getrost hinter uns lassen. Ich habe sie so geliebt. Sollen wir was anderes? Erstmal sterben. Finde ich gut. Komme ich von hier nicht auch da hoch? Danke, das ist doch viel einfacher. Als wenn ich... Jetzt muss ich nachdenken. Genau, hier lang. Als wenn ich da irgendwie von... Oh Gott, ins Nichts springen. Als wenn ich da irgendwie von was rüberklettern würde. So, du warst das, ne? So. Nein, das warst du nicht. Du warst doch mal völlig falsch. Probieren wir dich mal. Ich hätte den weißen Haus nochmal besuchen können, aber nein. Ich muss ja immer erst an denken, wenn er schon weg ist. So, das schaut doch schon mal richtig aus. Muss ich erstmal wieder gucken. Oh, die schwarze Pest ist weg. Ich bin glücklich. Und das da hinten schaut übelst riesig aus. Aber das machen wir jetzt noch nicht. So, wo waren wir denn in der letzten Tür? Die war hier. Also ist die nächste Tür da drüben. So, rein da. Ist bestimmt nur ein Zimmer, so wie das ausschaut. Ja, hab ich gewusst. War's das schon? Ja, das war's schon. Ja, ich habe mich da jetzt nicht weiter umgeschaut. Oh mein Gott. Habe ich bestimmt was ultra wichtiges verpasst. Da. Und die schwarze Pest ist wieder da. Was haben wir sie vermisst? Nicht. Ich finde diese Tierchen einfach zu genial. Das schaut ja auch schon wieder so groß aus. Meine Herren. Warum? So, jetzt muss ich nachdenken. Ach, da ist eine. Ach, so ist es, glaube ich, besser, als wenn ich mir da irgendwie ins Nichts stürze, so wie jetzt gerade eben.
Ach ja. Ja, da komme ich ja nicht hoch. Das wäre dumm, dass ich da wieder drüber gehen würde, oder? Nee. Nee, dann nicht. Wie kann ich mich an diese Welt überhaupt nicht erinnern? Das macht mir gerade ein bisschen... Ah! Was? Okay. Why not? So, gehen wir mal da hoch. Nein! Verdammt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Da ist eine Kette. Kann ich mich da fest anhalten? Moment, muss ich da nicht rüber? Okay. Ich glaube, so ist es einfacher. Ja. Ich dachte schon, dann schieße ich nicht übers Ziel hinaus. Und ich muss mich lenken dabei, wenn das Flug zu lenken ist echt eine Katastrophe. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, wie gemein. Wie gemein seid ihr denn? Okay, eine Scherbe und eine Kiste. Ich habe noch keine Scherbe vergessen, oder? Oh, bitte nicht. Cool, ich habe es voll geschafft. Oh Gott. Oh, immer diese Knappheiten. Muss das sein? Ah! Gemein. Los, dreh dich. So. Und jetzt, wie mache ich das jetzt? Ah, Traum. Ah, man muss irgendwie... Oh Gott. Man muss nur den Rhythmus-Ding rausfinden. Dann geht das schon. So. Oh, ich hasse es, wenn er sich dreht. Mein Gott, kann das mal aufhören? Niemand kann das leiden, wenn es sich was dreht. Wenn sich etwas dreht. Moment, komme ich da auch wieder drauf? So müsste das klappen. Mit Anlauf? Na, natürlich nicht. Tschüss. Ich wollte schon sagen, wenn das Ding jetzt da oben bleibt, habe ich ein Problem. Aber wir probieren jetzt mal anders. Nee, so schaffe ich das nicht. So schaffe ich das vielleicht. Ha, geht doch. Es geht auch automatisch herunter. Das ist cool. Eine Schatztruhe. Ja, du sollst sie doch einfach nur öffnen. Ach, weil das... Knöpfchen. Was bekommen wir? Bitte was Sinnvolles. Eine Karte. Naja, okay. Ach, von wo war denn die Karte nochmal? Die war... Das da. Okay, das kann man dann auch ja bald machen. Das ist ja nicht so weit weg. Yeah, gut. Nach oben, bitte. Das war... Dieser eine Maschinenraum, so nenne ich die jetzt mal, wo ich schon wusste, dass da was ist. Ich wusste auch ungefähr, wo es ist, aber irgendwie... Weiß nicht. Kriegt man das wohl nicht hin, wenn man es nicht genau weiß, wo es ist. So, das heißt, wir haben die Scherbe schon, wir haben die Truhe schon. Und hier ist nur noch eine Tür. Und ein unglaublich cooler kleiner Baum. Wo man die Äste so cool sieht. Sehr schön. Voll toll. Da hier, die Räume, die meine ich. Die sind für mich Maschinenräume. Frag mich aber nicht, warum. Ich meine, hier wachsen Pilze. Was soll das? Ich will ja da voll gerne nach oben. Ich will ja da voll gerne nach oben. Wer ist das? Natürlich war es nicht das hier gewesen. Oh. Bam. Also nochmal zurück, die ganze Scheiße. Nein! Oh, Mann. Macht der Gewohnheit. Das passiert mir echt oft in letzter Zeit. Dieses aus Versehen drücken. Naja.
kann man auch nichts machen. So, das heißt, wir gehen jetzt entweder hier nochmal hin, oder wir gehen hier nochmal hin, oder wir gehen hier nochmal hin. Ich würde sagen, wir gehen da drüben nochmal hin. Einfach, weil wir es verbockt haben und das ist wieder berichtigen müssen. Wann ist es da hinten? Ja. Hui. Wenn man was verbockt hat, muss man es auch wieder ausbaden. Und wo zum Henker war hier jetzt eine Scherbe? Kann sein, dass ich noch zu weit unten bin, aber ich höre kein Bling und nix. Seht ihr es? Seht ihr es? Ich weiß es nicht. Das ist da bestimmt da ganz oben. Weil hier sehe ich nämlich gar nichts. Doch, da oben war es. Ich habe es gesehen. Na. Da. Okay. Na toll. Das ist ja voll toll. Ach so. Dann ich mache mir mal wieder die Mühe und versuche da irgendwie ganz komisch rüberzukommen. So einfach ist das. Gehen wir mal lieber von oben runter. Ja, so ist es doch viel einfacher. War's das jetzt? Danke. Mein Gott. Das war mir klar. Das heißt, wie komme ich da jetzt am... Kannst du auch mal auf und dich fallen zu lassen. Wie komme ich denn da wieder hoch? Was? Wie bin ich denn jetzt rückwärts durch die Wand gefallen? Ich... Ach, dieses Spiel. Dieses Spiel und Logik. So müsste das aber gehen. Danke. Du müsstest gehen. 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 Du und du auch. Und schon bin ich wieder in dem Hauptraum. Ich würde auch gleich mal sagen, dass wir in den Maschinenraum gehen. Damit wir auch den gleich fertig haben. Es geht nämlich hart aufs Ende zu. Habe ich das Gefühl. Allerdings, laut diesem Warp-Teil, fehlt uns irgendwie noch eine große Welt, habe ich das Gefühl, ne? Wenn wir dann 5 große Welten haben und von jeder Welt kommen wir in 4 andere Welten, dann würde eins fehlen. So, du müsstest das sein, ne? Ja, da oben sieht man es ja schon. Gut. Na komm. Okay. Das heißt, du musst so stehen. Da müssten die hier sein. Da muss es da sein. Und da muss es da sein. 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 Und da muss es da sein. Da muss es da sein. Dann sind wir ja schon oben. Juhu! Und was ist drin? Ein Anti-Cube! Ein Schlüssel wäre mir irgendwie lieber gewesen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir noch wahnsinnig viele Türen aufmachen müssen. Okay. Lass uns einfach mal fallen. Sehr schön. Somit wäre es in dem Raum auch gewesen. Das heißt, machen wir jetzt nochmal einen kleinen Raum. Und wenn es ein großer ist, dann schauen wir wenigstens mal rein. Weil die Zeit ist nämlich schon wieder um. Nein, doch. So, da hinten war jetzt ja dann der eine Raum, der nächsthöhere, ist dann tatsächlich der da. Aber das ist ein sehr großer Raum, das sehe ich dich ja jetzt schon. Huch! Hör auf, dich einfach rumzudrehen. Man macht das nicht. Wow. Hier haben wir eine verschlossene Tür. Da habe ich mir nämlich schon gedacht, dass wir hier noch eine haben. Und 2 extra Räume. Ja, von denen wahrscheinlich eine die verschlossene Tür ist. Die machen wir jetzt noch mit.
diese Teile fungieren wie Aufzüge, haben allerdings, wie ihr auch seht, natürlich entsprechend dieses ganzen Spiels auch eine andere, ja, Sichtweise, eine andere Bahn, die sie abfahren, als die, die man natürlich nur frontal sieht. Natürlich haben wir keinen dämlichen Schlüssel dabei. Verdammt. Okay. Dann gehen wir mal da hoch. Ist da irgendwas, was wir sehen können? So, hier haben wir jetzt das Prinzip dieses Dings. Man kann einzeln fahren, man kann sie aber auch jeweils zusammenhängen. Und das Prinzip ist dann ungefähr dasselbe wie eben bei der Explosion. Dass man einfach auf sein Timing achten muss, ist es eigentlich nicht so schwer. So. Wie ihr auch gerade bemerkt habt, die Teile fahren auch wieder runter. Also ist auch nicht so schlimm, wenn man den mal verpasst. Du musst da rüber. Sag mal, was ist hier eigentlich alles? Nur die verschlossene Tür, nur die anderen beiden Türen. Also eine Tür noch, weil eine ist ja verschlossen. Okay. Wenn Spaß macht. Da oben ist die eine, ne? Genau. Genau. So, rein da. Finde ich jetzt echt schade. Vielleicht bekommen wir hier einen Schlüssel. Ich bezweifle es, aber es wäre cool. Okay. Das ist. Da ist die Leiter. Okay. Ach so. Ja, Mensch. Kann ja mir auch mal jemand mal sagen, ne? Okay. Na, falsche Richtung. So, dann machen wir alles nach außen. Ach doch, die falsche Richtung. Und wenn ich jetzt da nach oben gehe? Ja, dann müsste das ja gehen. Jetzt habe ich gerade gedacht, was zur Hölle? Soll ich denn an die rankommen? Aber dann ist mir wieder eingefallen, dieses Spiel funktioniert ja etwas anders. So, und auch diese Tür führt noch irgendwo hin. Sind wir hier fertig? Das muss ich mir gleich gucken. Nicht, dass ich wieder hier in Räume gehe, wo ich noch gar nicht fertig bin. Oh Gott. Ja gut, Mensch. Ich denke, das ist hier das erste Mal so, dass ich den Warp Point auch nutzen kann, weil in die andere Tür kommen wir ja ohne Schlüssel eh nicht rein. Das war viel zu knapp. Oh, da, schau her. Und tschüss. Ich bin auch schon wieder fast verbummelt hier den ein. Somit hätten wir den schon mal komplett. Ach Mann, ich wollte da gerade drauf springen. So, und dann haben wir hier einen ganzen. Und dann müsste es hier schon sein. Sehr schön. Wie viel haben wir denn hier schon? 25. Ja, und der war tatsächlich fertig. Also, sehr schön. Das heißt, wir machen jetzt das nächste Mal noch diese Insel fertig, schauen dann, wo wir noch nicht waren, wo wir eventuell noch etwas holen könnten. Ansonsten, ja, wird's ja fast. Die Steuerung hier ist Katastrophe. So, ich muss da hin, ich muss hier hin. Und von dem muss ich gar nicht. Ja, wieder hier hin. Und die nächsten Türen aufmachen. Schließlich haben wir eben schon genug von diesen ganzen Würfeln. Es fehlt hier noch ein Raum. Was? Ernsthaft? Okay, also, wenn wir hier sind, dann wohl da nochmal reingehen. Was soll das denn?
Was war denn da los? Und ihr sagt nichts. Ihr Bösen. Und da noch was? Ach so, das sind ja die, die wir jetzt noch nicht machen können. Okay, das war die Uhr. Die gehe ich ja auch ohne weiter, dass ich hin. Na gut. Das werden wir dann wohl alles das nächste Mal klären. Ansonsten würde ich sagen, bleibt geschmeidig. Tschüss!